Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Die Naschzentrale. Heute zeige ich dir mal ein Basisrezept für eine Biskuittorte und alles, was man rund ums Backen beachten sollte. Du wolltest schon immer mal eine perfekte Biskuittorte backen? Dann bleib unbedingt dabei, denn ich zeige dir, wie es geht. Darum legen wir los! Als erstes starten wir mit dem Eindrehen des Tortenringes. Dafür habe ich einen Tortenring mit 22 cm Durchmesser genommen und im Backpapier eingedreht. Dabei sollte das Backpapier gut fixiert sein und beim Heben des Tortenringes nicht herunterfallen. Für unsere Biskuittorte brauchen wir Zucker, Salz, Mehl, Eier, Zitronenschale, Vanille und Stärke. Als erstes trennen wir das Eiweiß vom Dotter, um das Eiweiß darauf mit dem Zucker, dem Salz und der Stärke gut schaumig zu schlagen. Die Stärke bindet in der Schaummasse die Feuchtigkeit und macht sie dadurch stabiler. Und das Salz lässt das Eiweiß schneller aufschlagen. Danach kommt auch schon unsere Dottermasse. Dafür lässt du die Dotter mit dem Restzucker und der Zitronenschale gut schaumig schlagen. Dann können wir auch schon die Schaummasse unter die Dottermasse heben. Gib dafür zuerst nur zwei Teigkarten von der Schaummasse zur Dottermasse, dann erst den Rest. Somit vermeidest du Schaumnester in deiner Masse. Jetzt noch das Mehl vorsichtig unterheben und deine Masse ist fertig. Jetzt können wir unsere Masse auch schon in den Tortenring füllen. Danach streichen wir unsere Masse noch mit der Teigkarte glatt, dabei sollte ein Hohlraum in der Mitte entstehen. Der Tortenring sollte aber dabei nicht gefettet sein. Dann können wir auch schon unsere Biskuittorte bei 200 Grad Ober-Unterhitze für 30 Minuten lange in den Ofen geben. Im letzten Viertel kannst du dann auf Heißluft umstellen und deine Backtemperatur auf 170 Grad fallen lassen. Somit gehen wir sicher, dass unsere Biskuittorte gut durchbäckt. Sobald sie dann fertig ist, können wir sie noch mit Mehl bestäuben und dann auf einem Gitter umdrehen. Dadurch bekommen wir eine glatte Oberfläche und die Torte schützen wir vom Austrocknen. Sobald dann die Biskuittorte gut durchgekühlt ist, können wir sie aus dem Tortenring schneiden und einteilen, wie wir wollen. Wir füllen unsere Biskuittorte mit einem Tropfen Holundermus. Das Rezept dafür wird nächste Woche online gehen. Somit wünschen wir dir noch gutes Gelingen und viel Spaß beim Nachbacken. Ich hoffe, dir hat mein Video über die Biskuittorte gefallen. Wenn ja, dann hinterlass doch auch einen Daumen nach oben oder schreib doch uns in die Kommentare, welche Rezepte du so für Biskuittorten verwendest. Somit würde ich sagen, schönes Wochenende und bis zum nächsten Freitag.